Der Streit zwischen SpaceX und Blue Origin geht in die nächste Runde. Um es in den Worten von SpaceX zu formulieren, eine weitere Woche, eine weitere Beschwerde von Amazon über SpaceX. Was es mit diesem Kindergarten auf sich hat, schauen wir uns heute ein wenig genauer an. Wir werfen einen Blick auf den spektakulären Startversuch von Firefly. Dann gibt es noch Neuigkeiten von der ISS aus den USA, aus China und vom Mars. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Marschroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch dalässt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Wenn dir das nicht reicht und du mich noch mehr unterstützen willst, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, damit ich immer bessere Videos für euch produzieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wir beginnen gleich bei dem Theater, das zwischen SpaceX und Amazon passiert. In der letzten Ausgabe, wo ich darüber berichtet habe, habe ich versehentlich Blue Origin gesagt. Um die ganze Verwirrung jetzt aufzulösen, hier die Erklärung, wer oder was da vorgefallen ist. Wir kennen ja alle SpaceX's Starlink-Internet-Satelliten-Megakonstellation. Also Starlink ist ein Produkt von SpaceX. Und SpaceX untersteht Elon Musk. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon und Blue Origin, wollte ebenfalls eine Internet-Satelliten-Megakonstellation haben. Konkurrenz ist sehr wünschenswert. Soweit ist ja alles cool. Was ihr noch wissen müsst, ist, dass Jeffs Internetvorhaben Kuiper System LLC heißt und komischerweise kein Produkt von Blue Origin, seinem Raumfahrtunternehmen, sondern eine Tochtergesellschaft von Amazon ist. Deswegen ist auf den Briefköpfen immer ein Amazon-Logo abgedruckt. Kuiper soll aus 3226 Satelliten bestehen. Wie viele davon sind schon im Orbit? Null. Wenn Blue Origin noch viel länger braucht, um einen Orbit zu erreichen, dann wird Kuiper vielleicht sogar auf SpaceX's Starship oder Falcon 9 zurückgreifen müssen. Als Tochtergesellschaft von Amazon sieht es weniger peinlich aus, wenn sie SpaceX-Raketen verwenden würden, als wenn Kuiper von Blue Origin und trotzdem von SpaceX abhängig wäre. Im Endeffekt geht es darum, dass die Vertreter von Amazon der Meinung sind, dass SpaceX beim Einreichen der Genehmigungsanträge bei der US-Telekommunikationsbehörde FCC Fehler gemacht hat. Dabei sollen Informationen zu zwei verschiedenen Systemen angegeben worden sein. Ich habe mir besagten Antrag angesehen. Leider kann ich nicht beurteilen, ob da wirklich etwas falsch ist. Aber ich kann euch zeigen, was SpaceX dazu meint. Sie kontern, indem sie sagen, dass es sich bei der Information um Zusatzinformation zu ihrem Starlink-System handelt. Aus ihrer Sicht ist es eher lobenswert, der FCC zusätzliche Informationen zu geben. Und seit wann ist Zusatzinfo schlecht oder verboten? Dann ist es meiner Meinung nach auf Seiten von Kuiper eskaliert. Sie feuerten zurück, nachdem sie als erster gefeuert hatten. Angelehnt an diverse andere Streitereien beginnt das Schriftstück mit einigen Anschuldigungen und Vorwürfen. Wenn sie versuchen, eine Musk-Firma dazu zu bringen, sich an Luftraumregeln zu halten, dann sind sie fundamental kaputt. Wenn sie versuchen, eine Musk-geführte Firma dazu zu bringen, sich an Gesundheitsvorschriften zu halten, dann sind sie nicht gewählt und unwissend. Um hier nur zwei Sätze zu nennen. Kuiper holt zu einem Rundumschlag aus und verteilt an alle Elon Musk-Unternehmen. Regeln seien für alle außer Elons Unternehmen. Die Schimpftirade geht über vier Seiten mit unendlich vielen Fußnoten. Jetzt hat sich Viasat auch eingeschaltet und Kuiper recht gegeben. Was ich mich frage, ist, ob die US-Telekommunikationsbehörde nicht in der Lage ist, selbst zu entscheiden, ob ein Antrag ordnungsgemäß ist oder nicht. Wenn SpaceX einen Antrag fehlerhaft einbringt, dann sollen sie das korrigieren. Aber ich denke nicht, dass es dazu eine Armee an Lobbyisten und Anwälten braucht. SpaceX spricht sich selbst im Schreiben dafür aus, dass alles öffentlich gemacht wird, damit jeder für sich selbst urteilen kann. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass die FCC mehr als kompetent genug ist, um derartige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht haben sie recht, aber ich glaube eher, dass es SpaceX's Mitbewerbern einfach nicht recht ist, dass SpaceX einen derartigen Vorsprung aufgebaut hat und kaum noch einzuholen ist. Die einzige Möglichkeit, den Vorsprung zu verkleinern, ist durch i-Tüpfelreiterei und verfahrenstechnische Stolpersteine. Genug von dem Kindergarten jetzt. Kommen wir zu meinem Highlight der vergangenen Woche. Firefly Aerospace hat ihren ersten Versuch gestartet, mit ihrer Alpha-Rakete vom Space Launch Complex 2 in der Vandenberg Air Force Base einen Orbit zu erreichen. Das ist jenes Pad, welches früher für Delta 2 Starts verwendet wurde.
Sie hatten sich Tim Dodd, den Everyday Astronaut, geholt, der das Event für sie streamen und kommentieren sollte. Der erste Versuch wurde abgebrochen. Einige Stunden später konnte gerecycelt werden und die vier Triebwerke begannen, die 29 Meter hohe Rakete zu schieben. Ich möchte noch festhalten, dass es Fireflys erster Versuch war, einen Orbit zu erreichen. So gesehen war es schon ein riesiger Erfolg, dass die Rakete überhaupt so lange geflogen ist und Flugdaten generiert hat. Alpha soll eine Tonne Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit befördern können. Damit ist sie in derselben Gegend wie SpaceX's Falcon 1 und die drei deutschen Startups Rocket Factory Augsburg, High Impulse und ISA Aerospace angesiedelt. Die Rakete kam mir etwas langsam vor, aber was weiß ich schon. Als dann aber die Ansage über das Intercom kam, dass die Rakete nicht Überschallgeschwindigkeit erreicht hatte, wusste ich, dass da etwas nicht stimmen kann. Wie sich herausstellte, war einer der Reaver-Triebwerke kurz nach dem Start ausgefallen. Zusätzlich zum offiziellen Livestream von Tim Dodd und Firefly waren noch einige andere vor Ort, um das Spektakel für die Weltgeschichte festzuhalten. Darunter Jack Beyer und Michael Baylor von und für NASA-Spaceflight.com. Dadurch bekommen wir alternative Blickwinkel auf den Flug. Nach rund 15 Sekunden sehen wir, dass die Rakete unten einen kleinen Feuerball ausspuckt. Das Triebwerk versucht vermutlich wieder zu starten. Das ist leider nicht gelungen. Durch die verringerte Schubkraft konnte sie im Endeffekt ihre Mission nicht erfüllen. Kurz vor T plus 2 Minuten und 30 Sekunden sehen wir, wie die Abgase plötzlich ganz anders aussehen. Dann geht es ganz schnell. Innerhalb weniger Sekunden kommt Alpha ins Taumeln und verliert die Kontrolle. Als klar war, dass die Rakete verloren ist, war das Ziel, noch so lange wie möglich Daten zu sammeln und die Rakete so weit wie möglich vom Startplatz zu entfernen. Bei genauerer Durchsicht erkennen wir, dass die Explosion an mehreren Stellen beginnt. Daher wissen wir, dass die Rakete durch das Flugabbruchsystem gesprengt wurde. Die Trümmer sind über eine große Fläche heruntergekommen. Und wenn ich sehe, dass Leute sich diesen Trümmern nähern, dann bin ich nicht unbedingt begeistert. Das sind Beweismittel für eine kommende Untersuchung der US Luft- und Raumfahrtbehörde FAA in Zusammenarbeit mit Firefly. Außerdem kann es sehr gefährlich werden, also Finger weg. Sie haben für ihr Reaver-Triebwerk auf einen sehr exotischen Antriebszyklus zurückgegriffen. Wer den sogenannten Combustion Tap-Off Cycle besser verstehen will, dem kann ich empfehlen, sich Scott Manleys Video dazu anzuschauen. Ich verlinke es in der Videobeschreibung unten. Im Prinzip haben sie es geschafft, den Gasgenerator für die Turbopumpe zu eliminieren. Blue Origin's New Shepard nutzt ebenfalls diesen Zyklus. Das optimiert das Schub-Masse-Verhältnis des Triebwerks. Und noch einmal, was vielleicht für den einen oder anderen wie ein Fehlschlag aussieht, stellt eine gigantische Errungenschaft für Firefly dar. Also herzliche Glückwünsche an Firefly für das Erreichen so vieler Meilensteine. Firefly ist ein sehr interessantes Unternehmen mit einer turbulenten Geschichte. Würde euch eine eigene Folge zu Firefly interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Schauen wir mal auf unseren Nachbarplaneten Mars. Dort tut sich nämlich einiges. Perseverance hat nach einigem Hin und Her nun eine erste Gesteinsprobe genommen. Diese Probe wurde in einem dafür vorgesehenen Behälter versiegelt und soll bei einer künftigen Rückholaktion von der ESA zurück zur Erde gebracht werden. Natürlich nicht nur diese eine Probe, sondern rund 2 Dutzend davon. Ingenuity, der kleine Mars-Helikopter, hat auch schon einiges erledigt. Sein längster Flug ging über 625 Meter über schwieriges Gelände. Seine Aufgabe wäre ja nur eine Technologiedemonstration zu sein, aber diese Aufgabe liegt schon lange hinter ihm. Jetzt dient er Perseverance als Kundschafter. Das Jet Propulsion Laboratory ist aber nicht die einzige Organisation mit aktiven Robotern auf der Oberfläche des Mars. Auch China hat mit dem Zhurong Rover eine laufende Mission. Vor kurzem wurden diese Bilder veröffentlicht. Sie haben sich dafür entschieden, in der Ebene von Utopia Planitia, einem Krater mit einem Durchmesser von etwa 3300 Kilometer, zu landen. Das macht China theoretisch zum zweiten Land, das es geschafft hat, einen Roboter auf dem Mars zu landen und dann aktiven Kontakt zu halten. Die Sowjets hatten Mars 3 mehr oder weniger erfolgreich auf dem Mars gelandet, aber dieser schickte niemals irgendwelche Daten zurück. Auch der britische Beagle 2 schaffte die Landung, aber man verlor sehr schnell den Kontakt zum Lander. Jahre später schaffte es die Hi-Res-Kamera des Mars Reconnaissance Orbiters, ein Foto davon zu machen. Ich schweife aber ab. Zhurongs Mission sollte 90 Tage dauern. Diese ist eigentlich schon abgelaufen, aber der Rover lebt noch und wird vermutlich noch genutzt, bis es nicht mehr geht. Für den Kontakt mit dem Rover ist es notwendig, dass der Orbiter Tianwen
einmal am Tag über den Rover drüber fliegt. Aber laut offiziellen Angaben wird der Orbiter nach Beendigung der Mission andere Orbits einschlagen und nur hin und wieder über den Rover drüber fliegen, um ein paar Daten einzusammeln. Diese tollen Bilder möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Hier sehen wir, wie das Landemodul ein riesiges Loch in den Boden gebohrt hat. Das ist durch die Landezündung des Triebwerks entstanden. Das zeigt uns das Problem, das Starships Mondlandeversion thematisiert hat. Das hier eingesetzte Triebwerk ist bei weitem nicht so leistungsstark wie die Raptoren von Starship. Wenn dieses kleine Triebwerk schon ein so großes Loch aushebt, dann können wir uns vorstellen, was die Raptoren auf der Mars- oder Mondoberfläche anrichten würden. Du kannst mich auch gerne in den sozialen Medien besuchen. Auf Twitter, Instagram und TikTok gebe ich euch regelmäßig kleine Häppchen an Raumfahrt für unterwegs. Links in der Beschreibung unten. Chinas Raumfahrtbehörde hat sich bei dieser Mission zu einem PR-Stunt hinreißen lassen. Der Rover hat geplanterweise eine Kamera ausgesetzt, damit der Rover mit dem Lander fotografiert werden kann. Hier posen die beiden für die Kamera. Geile Aktion irgendwie. Auf der Panoramaaufnahme sehen wir die Rückenschale und den Fallschirm, mit Hilfe welcher Zhurong auf der Oberfläche gelandet ist. Mittlerweile ist der fleißige Roboter schon über einen Kilometer durch die Gegend gedüst. Die chinesischen Ingenieure haben hier auf dem Rover ein Osterei versteckt. Wir sehen hier das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. China ruht sich aber nicht auf diesen Errungenschaften aus. Wir finden zahlreiche Meldungen, dass China diverse Systeme entwickelt, die SpaceX eine ernsthafte Konkurrenz machen könnten. Zum Beispiel habe ich dieses Video auf Twitter gefunden. Ganz offensichtlich werden Landemechanismen getestet, die stark an SpaceX's Falcon 9 erinnern. Aber auch an den Raketen wird geforscht. Zum Beispiel hat die Nebula One Rakete von Beijing Deep Blue Aerospace Technology Co. Ltd. ein statisches Feuer absolviert und bereitet sich gerade auf einen Hopptest vor. Dabei soll die Rakete einige Meter hochfliegen und dann wieder senkrecht landen. Nebula One soll eine Nutzlast von 500 Kilogramm in einen sonnensynchronen Orbit befördern können. China meint es ernst. An alle, die den Aufstieg der Raumfahrtbranche bezweifeln, jetzt wo zahlreiche Milliardäre mit einem kommerziellen Interesse und China mit einem nationalen Interesse und viele andere Player eingestiegen sind, gibt es kein Zurück mehr. Es gibt aber zahlreiche andere Konzepte auch. Einige sollen senkrecht, andere horizontal landen. Aber auch China geht in Richtung Wiederverwendung. Daher heiße ich euch alle ganz offiziell herzlich willkommen im neuen Zeitalter der Raumfahrt. Wir befinden uns gerade im wilden Westen der Weltraumerkundung. Unglaublich aufregende Zeiten. Oder nicht? Was denkst du dazu? Schreib es mir in die Kommentare. Jetzt kommt eine Meldung, auf die ich lange gewartet habe. Deutschland hat mit einigen der Raketen-Startups eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin wird festgehalten, dass Deutschland in Kooperation mit dem privaten Unternehmen eine Möglichkeit untersucht, Raketen vom nördlichsten Zipfel der ausschließlichen Wirtschaftszone der deutschen Nordsee ins All schießen zu können. Ich finde das extrem cool, da es eine Frage der Souveränität ist, unabhängig von den USA oder sonst wem Raketen starten zu können. Und diese Absichtserklärung hier ist ein wichtiger Schritt. Dazu hatte ich am Donnerstag, dem 9. September, Moritz von Senkrechtstarter und Micha von Astrodrom eingeladen, mit mir darüber zu quatschen. Ich verlinke euch das Gespräch hier in der Infobox. Es gibt aber auch andere Neuigkeiten aus Deutschland. Gaia Aerospace hat mit Gepard Aerospace den niedersächsischen Innovationspreis in der Kategorie Vision erhalten. Ihr System ist ein sogenanntes Air-Launch-System. Das bedeutet, die Rakete für CubeSats wird mit einem Linienflugzeug in die Luft gebracht und startet von dort. Was Gaias Konzept von Virgin Orbit und anderen Ideen abhebt, ist die Idee der Wiederverwendbarkeit. Danke an den CEO von Gaia Aerospace, Kai Höfner, für die Infos aus erster Hand. Ich hatte auch schon die Ehre, Kai mal auf Mars-Chroniken begrüßen zu dürfen. Es war ein echt sehr interessantes Gespräch. Deswegen findet ihr es hier in der Infobox verlinkt. Das war es aber auch noch nicht mit den Raumfahrtneuigkeiten aus Deutschland. Die Rocket Factory Augsburg oder kurz RFA hat ein Online-Event veranstaltet, wo sie uns ihren Fortschritt und ihre Vision präsentiert haben. Neben dem Chief Operating Officer Dr. Stefan Brischenk und dem Chief Commercial Officer Jörn Spurmann waren noch zahlreiche andere illustre Gäste geladen. Darunter auch Thomas Jarzombek, der Koordinator der deutschen Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Der generelle Tenor war, dass die oberste Prämisse es ist, Raumfahrt flexibler und vor allem günstiger zu machen. Mehrmals ist die Zahl 2000 Euro pro Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit gefallen.
Sie seien noch nicht ganz dort, wo sie hinwollen, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Die RFA-Rakete wird ein in-house entwickeltes Triebwerk mit einem geschlossenen Zyklus und einer gestuften Verbrennung nutzen. Das steigert die Effizienz des Triebwerks. Und das will man am Ende des Tages erreichen, wenn man eine Rakete baut. Effizienz steigern, wo es nur geht. Sie haben die Funktionstüchtigkeit ihres Triebwerks bereits in einem 8-sekündigen Testfeuer unter Beweis gestellt. Jetzt geht es daran, diese Triebwerke effizient herzustellen und eine Rakete fliegen zu lassen. Die RFA soll 1,6 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit befördern können. Damit schafft sie mehr als die Raketen von High Impulse, ESA Aerospace oder Rocket Lab. Ich glaube, dass wir gerade mitten in einer dramatischen Erfolgsgeschichte stecken. Kurz vor diesem Event hat die RFA dieses Footage von einem Burst-Test mit uns geteilt. Hier wurde dieser Tank absichtlich so sehr befüllt und bedrückt, bis es nachgab, um eventuelle Schwachstellen zu finden. Es dürfte ein voller Erfolg gewesen sein. Ich wünsche der RFA alles Gute bei der Entwicklung der Rakete. Ich würde mir so sehr wünschen, dass sie beim ersten Startversuch 2022 einen Orbit erreichen. Das wäre der Hammer. Denn nicht einmal SpaceX hat es beim ersten Versuch geschafft. Und wie wir wissen, viele andere auch nicht, weil es unglaublich schwer ist. Die Moderatorin hat während der Veranstaltung einen großen Fokus auf die Frage gelegt, was es denn braucht, um in Europa Investitionen in die Raumfahrtbranche zu erhöhen. Während in den USA mittlerweile jährlich Milliarden und Abermilliarden in die Raumfahrt gesteckt werden, reden wir in Europa über etwas unter 200 Millionen Euro an Investitionen in die Raumfahrt. Zu diesem Thema äußerten sich Thomas Jarzombek und der Investor Frank Thelen. Beide waren sich einig, dass wir auf einem guten Weg sind. Das geht nun einmal nicht über Nacht. Sobald die jetzigen Investitionen beginnen, Umsätze und Profite zu generieren, wird auch mehr Geld von den Investoren kommen. Diese brauchen aber immer eine funktionierende Rakete und ein Geschäftsmodell. Die anfänglichen Investitionen sind wie ein Funken in den Zunder zu sehen. Sobald die Flamme beginnt zu brennen, wird erst das richtige Holz nachgelegt. Also erst wenn Regierungen und Investoren sehen, dass die Unternehmen funktionierende Geschäftsmodelle haben, wird Geld nachgeschossen. Thomas Jarzombek hat etwas gesagt, das mich aufhorchen hat lassen. Er hat SpaceX als das Musterbeispiel hingestellt. Damit wir in Europa das gleiche erreichen wie sie, müssen wir hier auch härter arbeiten. Es wird nicht reichen, wenn wir nur das tun, was wir tun müssen. Er sagt, wir müssen unsere brillanten Ingenieure aus den bürokratischen Posten der bestehenden Organisationen wie Arianespace aufwecken und sie dazu bringen, ihre Träume zu verwirklichen. Laut Thomas Jarzombek haben wir alle Voraussetzungen dafür, eine erfolgreiche Raumfahrtbranche aufzubauen. Dafür müssen aber Menschen dazu bereit sein, über die standardmäßigen 8 Stunden am Tag hinaus zu arbeiten. Das ist das Geheimnis von SpaceX. Die Mitarbeiter arbeiten freiwillig, weil sie von der Vision überzeugt sind. 10, 12 oder mehr Stunden am Tag. Genau diesen Enthusiasmus sehe ich auch bei der RFA. Das ist genau das, was Europa braucht. Junge, mutige und kluge Köpfe, die es wagen. Thomas Jarzombek hat auch gemeint, dass die Investitionen viel mehr hervorgebracht haben, als man sich erhofft oder gedacht hätte. Und dass er sich dafür einsetzen wird, dass mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden. Besonders da es Europa an einem System fehlt, Menschen ins All zu schicken. Er überlegte laut vor der Kamera, dass es vermutlich einen neuen Wettbewerb für ein Trägersystem für Menschen braucht, um diesen Sektor des Marktes auch noch aus der Reserve zu locken. China, Russland, die USA und bald auch Indien können alle Menschen ins All schicken. Warum können wir es nicht? Das Konzept ist einfach. Die öffentliche Hand steuert die Hälfte der Investitionen bei, wenn private Investoren die andere Hälfte beitragen. Ich habe echt das Gefühl, dass Europa aufwacht und realisiert, dass wir in der Raumfahrt viel verschlafen und nun aufzuholen haben. Seit dem letzten Update sind viele Raketen gestartet. Ich werde nicht alles detailliert behandeln, das würde den Rahmen sprengen heute. Dafür nur ein kurzer Überblick. Am 29. August schickte SpaceX die insgesamt 23. Mission und die erste der zweiten Runde der kommerziellen Nachschubmissionen zur Internationalen Raumstation. Die Falcon 9 beförderte die Dragon Cargo Kapsel in einen niedrigen Erdorbit. Rund 30 Stunden später dockte die Kapsel an das Harmony-Modul der ISS. Der Booster flog und landete zum vierten Mal. Die Landung erfolgte auf dem Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas. Alles verlief nach Plan. Am 7. September war dann eine chinesische Mission, der Langer Marsch 4C, dran. Eine weitere chinesische Mission folgte zwei Tage später, als die Langer Marsch 3BE einen Kommunikationssatelliten in einen geostationären Orbit beförderte. Am selben Tag flog eine russische Sojus
vom Kosmodrom in Plesetsk los und brachte einen Militärsatelliten in einen sonnensynchronen Orbit. Am 13. September war China wieder dran, eine Langer Marsch 2C mit einem Aufklärungssatelliten in einen unbekannten, niedrigen Erdorbit zu schießen. Der Start erfolgte vom Jiuquan Satellite Launch Center in der chinesischen Provinz Gansu. Dann startete SpaceX eine weitere Mission und zwar den ersten Stapel der zweiten Starlink-Satellitengruppe in einen niedrigen Erdorbit zu bringen. In der ersten Phase werden rund 4000 Satelliten in 5 Schalen auf verschiedenen Höhen aufgestellt. Am Ende sollen es rund 12.000 oder mehr operative Satelliten sein. SpaceX hat bereits bei der FAA eingereicht, weitere 30.000 Starlink-Satelliten in einen niedrigen Erdorbit schießen zu dürfen. Jetzt liegt die Zahl der Starlink-Satelliten im Orbit bei 1.788. Damit hat SpaceX den 100. erfolgreichen Start einer Falcon 9 am Stück zu verbuchen. Der Booster, der zum Einsatz kam, flog und landete bereits zum 10. Mal. Das war die ursprünglich angepeilte Anzahl der Flüge, die ein Booster absolvieren kann. Mal sehen, ob der Booster vielleicht doch öfter genutzt wird. Was denkst du? Schreib es mir in die Kommentare. So, und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. Seit einigen Wochen kann man einige meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wada.at nachlesen. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den verschiedensten Themen, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.